In letzter Zeit habe ich ja verhältnismäßig viele Videos, Reviews über Holster gemacht. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Auf der einen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich persönlich sehr froh gewesen, wenn ich die Möglichkeiten gehabt hätte, über YouTube diese einzelnen Produkte auch im deutschsprachigen Raum so zu finden, wie es jetzt heute der Fall ist. Auf der anderen Seite werde ich auch von Vertriebsketten und Herstellern aktiv angeschrieben, ob ich deren Produkte einfach mal testen und reviewen möchte. Und das kommt euch letzten Endes auch irgendwo zugute. Man muss bei der Wahl des Holsters immer bedenken, wofür soll das Holster denn eingesetzt werden und welchen Einsatzzweck hat denn die Waffe? Die Voraussetzungen und Anforderungen an ein Holster, wenn es um den sportlichen Bereich geht, sind andere, als wenn ich das Holster und die Waffe dem Moment auch führen muss in der Öffentlichkeit oder möchte. Dabei spielt es keine Rolle, ob das eine Schreckschuss oder eine richtige Waffe ist. Wir fangen mal ganz kurz an bei dem Thema Führen der Waffe in der Öffentlichkeit. Das ist ja nur ganz, ganz wenigen Menschen vorbehalten, mit Ausnahme dem Thema Schreckschusswaffen. Wenn ich eine Waffe verdeckt führen möchte, möchte ich, dass sie eigentlich, wie der Name schon sagt, verdeckt ist und somit auch nicht wirklich gesehen wird. Je enger die Waffe am Körper anliegt, desto besser. Je weiter das Holster aufträgt, desto schlechter. Man muss sich immer vor Augen halten, die Gegebenheiten, die ich draußen in der Öffentlichkeit habe, sind andere, als wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Schießstand bin. Ich möchte nicht, dass andere Menschen mitbekommen, dass die Waffe am Körper ist, dass ich überhaupt eine Waffe dabei habe. Nehme ich jetzt zum Beispiel dieses IDS Glockholster. Das ist ein hervorragendes Dienstholster, sehr robust. Aber wenn man es seitlich guckt, es trägt sehr weit auf. Das heißt, das Auftragen bedeutet, es geht sehr weit vom Körper weg und das erzeugt eine Beule. Diese Beule überträgt sich auch auf außenliegende Kleidung. Und damit wird bei jeder Körperbewegung die Waffe quasi schon gesehen. Ich drehe mich, ich bücke mich und schon schaut der Griff der Waffe in die Jacke rein und beult aus. Wenn ihr mal ein bisschen schaut, das ist immer ganz interessant, wenn man Reportagen guckt, wo irgendwelche Personenschützer gezeigt werden. Man sieht bei denen fast immer die Kanonen. Fast immer. Eine Option, die man machen kann, um die Waffe verdeckt zu führen, sind sogenannte Pancake-Holster. Wenn man ein außenliegendes Holster möchte. Pancake bedeutet, es ist ein Holster, das sich dem Körper anfügt. Es passt sich der Körperform an. Das hier ist jetzt zum Beispiel für meinen Revolver. Den habe ich tatsächlich, wie schon ein paar Mal erwähnt, seinerzeit mit dem 2,5 Zöller dienstlich geführt, dieses Holster. Und es hat einfach den Vorteil, trotz Revolver trägt es nicht ganz so weit auf, weil ich es in der Position so anpassen kann, dass der Griff nach hinten geht und das Holster macht das mit. Es beugt sich mit rein. Und damit kann ich es bis hinten rein nehmen und ich kann trotzdem die Waffe vernünftig führen. Hersteller wie Galco und Safariland bieten solche Holster auch aus Leder an. Sehr schöne Holster. Habe ich früher auch in meiner jungen wilden Zeit mit den Schreckschusswaffen, haben wir sehr, sehr gerne die Galco Pancake-Holster genommen. Hervorragende Holster, zwei verschiedene Ziehwinkel und absolut Top-Passform. Sehr gut etabliert haben sich mittlerweile auch beim verdeckten Führen das Thema Innenbundholster. Innenbundholster bedeutet, das Holster wird in die Hose reingesteckt. Und damit sieht man, ich habe jetzt hier meine Glock mit dem IDS Multiholster mal in Innenbund gemacht. Man sieht eigentlich gar nichts. Das Holster wird tatsächlich an den Körper herangepresst, aber trotzdem kann ich die Waffe sehr gut ziehen und auch wieder holstern. Ich kann mir natürlich auch unterschiedliche Tragepositionen heraussuchen, so wie ich es benötige. Ich sage aber auch ganz offen und ehrlich, mein Favorit wäre jetzt Innenbund tatsächlich nicht, denn ich merke jetzt, die Hose, die mir sonst eigentlich passt, in dem Moment strecke ich die Hose auch und mache sie enger. Das heißt, man muss darauf achten, dass die Kleidung für ein Innenbundholster auch tatsächlich vernünftig ausgerichtet ist. Auch der Gürtel darf in dem Moment nicht zu eng sein. Ansonsten fängt es an zu drücken und es wird tatsächlich ungemütlich. Eine weitere Möglichkeit des Innenbundführens ist dann zum Beispiel dieses sogenannte Appendix. Ich kann es jetzt nicht 100% zeigen, aber das ist so ein bisschen gangstermäßig.
Da wird das Holster im Regelfall sehr tief in die Hose gesetzt. Das heißt, ich müsste jetzt hier quasi nochmal die Klammer 1 nach oben setzen, um die Waffe tatsächlich nach unten zu nehmen. Und dann lässt man einfach sein Hemd drüber hängen. Und gezogen wird dann einfach direkt gerade raus. Man muss natürlich aufpassen, dass man sich nicht vielleicht die Nüsse wegschießt. Scherz am Rand. Das wäre jetzt zum Beispiel verdecktes Führen. Es gibt viele, viele Optionen, die man machen kann, die Sinn machen, andere machen wiederum weniger Sinn. Aber am Ende muss es tatsächlich jeder für sich entscheiden, was für ihn zum Führen einer scharfen oder einer Schreckschusswaffe richtig ist. Geht es nun um den Sport? Nun, da habe ich meine ganz eigene Philosophie. Und da bin ich auch ganz froh, dass ich jetzt hier mal eine ziemlich große Bandbreite an Holstern hier liegen habe. Mein erstes Holster im sportlichen Bereich war tatsächlich hier dieses Frontline. Das Frontline hatte den riesen Vorteil, es hat einen weiten Ausschnitt, das heißt, die Optik passt. Es ist ein Open Top. Ich mag aus sportlicher Sicht keine mit Daumen oder wie auch immer. Ich möchte die Waffe gerade raus ziehen können. Die Passform für die CZ-75, alte Version, Abzugsbügel rund, passt auch bei dieser Variante, obwohl es für die B-Variante konzipiert ist. Ich habe es mir ein bisschen modifiziert, indem ich eine selbstgebaute Gürtelschlaufe dran gemacht habe, damit das Holster möglichst tief sitzt. Das heißt, hier unten, damit ich einen möglichst kurzen Weg habe, mit der Hand an die Waffe zu kommen. Selbiges habe ich zum Beispiel hier mit dem SyTag Duty Holster Level 3. Ist ja ein Glockholster. Level 3 hat dann halt hier nochmal diesen Schutzbügel, Knopf gedrückt und es entriegelt. Ich mag das Holster deswegen ganz gerne, insbesondere jetzt, wenn es in die kalte Jahreszeit geht, wo ich vielleicht auch mal meine Softshelljacke anhabe. Dann kann ich die Jacke hier reinstecken und ich kann die Waffe trotzdem problemlos ziehen, weil sie weit genug vom Körper wegsteht und ich kann die Waffe problemlos an der Jacke vorbeiführen. Bin ich mit einem relativ engen Holster, wie jetzt hier das SyTag Fastdraw Holster, was ich ja mit der Gürtelklammer nach unten positioniert habe, dann sieht man schon, ist das Holster sehr dicht am Körper, was gut ist. Aber problematisch wird es in dem Moment, wenn ich tatsächlich meine Jacke anhabe, dass sie hier anfängt dann zu knautschen. Es hängt also nicht tief genug in dem Moment. Ihr seht, es gibt eine ziemlich große Bandbreite an Optionen. Und ich bin wirklich glücklich darüber eigentlich, dass ich so viele Optionen hier im Moment liegen habe, um sie euch auch zu zeigen. Denn der Markt ist so dermaßen voll, dass man irgendwann mal auch tatsächlich den Überblick verliert. Alle Holster, die ich bis jetzt testen konnte, egal ob jetzt hier für meine Walter PK380 das Phobos Glockholster, ob jetzt hier die Zytag Holster, ob die IDS Holster, Double Alpha und wie sie alle heißen, was ich in der Vergangenheit alles getestet habe. Es sind alles ganz hervorragende Holster, wo jeder für sich aber immer gucken muss, welchen Anspruch habe ich an das Holster, welche Anforderungen muss es erfüllen und wofür setze ich es ein. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.